Moinsen Guys, euer FIFA Sweaters back am Start mit einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute spielen wir mit den drei Spielern, die es nicht auf das FIFA 17 Cover geschafft haben. Und diese drei bilden heute wie eine Art Komplott gegen Reus und wollen beweisen, dass sie eigentlich es sich verdient hätten, auf dem Cover zu stehen. Ja, wir spielen heute auf dem Account vom lieben FIFA Joker. Link ist in der Videobeschreibung und der schneidet auch gerade eben nebenbei. Der kann auch mal Hallo sagen. Ja, wir haben auch ein geiles Pack-Opening aufgenommen, also auf jeden Fall Pack-Luck. Da werdet ihr auch einige Highlights von mir sehen, aber ich verlinke euch auch in dem Video das volle Pack-Opening von FIFA Joker. Es ist ganz nice geworden und wir hatten halt auch, wie gesagt, geile Spieler. Und dann sehen wir uns beim ersten Gegner in Liga 10. Ja, hier noch eine kurze Teamvorstellung im Tor. Haben wir Robles, in der Verteidigung haben wir Sakho, Carvajal und Bigas im rechten Mittelfeld. Teminha im ZM, James Rodriguez, den ich übrigens auf das Cover von FIFA 17 gewählt habe, aber er ist es leider nicht geworden. Neben ihm im Mittelfeld spielt Aubameyang, im linken Mittelfeld Eden Hazard. Als linker Flügel lasse ich Martial spielen, im Sturm haben wir Boga und als rechten Flügel lasse ich Ibanez spielen. Nachdem wir gefühlt 2 Stunden gesucht haben, haben wir endlich einen Gegner in der Liga gefunden, welcher ein BPL Bundesliga Ligue 1 Team hat. Ist auch noch die portugiesische Liga mit drin. Ja, es ist relativ bunt gemixt. Im Sturm hatte die Elfmeterlegende Simone Sasa. Und ich hoffe mal und denke, dass hier unsere drei Nicht-Cover-Stars den Gegner ordentlich einen einschenken werden. Wir sehen uns beim nächsten Highlight. Hazard, Martial, verliert hier wieder den Ball. Das ist wieder Hazard. Und er sieht den durchstarteten Anthony Martial. Und er sieht in der Mitte Boga. Und der macht hier fast das 1:0. Aber Diego Alves mit einer super Parade. Gute Vorarbeit von Martial und Hazard. Nur leider ist der Torhüter hier Endstation. Und Boga hier mit der nächsten Chance. James Rodriguez klärt hier in der Innenverteidigung zur Ecke. Ganz wichtiger Einsatz des Kolumbianers. Carvajal. Ja, der Gegner ist durch und er macht das auch noch das 1:0. Es ist unglücklich für unsere Mannschaft, die eigentlich ja zwar in den letzten Minuten nicht mehr so stark war. Wir hatten die besseren Chancen und hier macht der Gegner leider Gottes das 1:0. In der Halbzeit steht es 1:0 für den Gegner, aber ich bin guter Dinge, dass wir ja vielleicht noch mindestens ein Tor rausholen können. Wir sehen uns zum nächsten Highlight der zweiten Hälfte. Boga sieht Ibanez. Ibanez, Kiko, aber er schießt nicht. Da steht 2:0 für den Gegner. Ja, so ist es halt. Ich musste auf totalen Angriff gehen. Und dann macht der Gegner auch das 2:0. Kiko. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt eine Chance. Anthony Martial schießt einfach mal drauf und das Ding geht wieder vorbei. Ja, wenn man solche Chancen nicht nutzt, dann braucht man sich auch nicht wundern. Im ersten Spiel hat mir ehrlich gesagt Anthony Martial am meisten gefallen, weil er es wenigstens versucht hat. James Rodriguez hat defensiv gut mitgeholfen. Eden Hazard fand ich sehr schwach und ich hoffe, dass die drei im zweiten Spiel eine deutliche Leistungssteigerung aufweisen können. Nachdem ich in der Liga wieder einmal keinen Gegner gefunden habe, habe ich mich entschlossen, dass ich Foot Champions mit meinem Team mal bestreite und wir spielen gegen ein komplettes Ligue 1 Team, was relativ stark aussieht, vor allem die beiden Stürmer. Und dann hoffe ich, dass sich die Spieler hier diesmal ein bisschen besser beweisen können. Martial pässt sich hier jetzt durch. Mit der Ballrolle geht hier am Gegner vorbei. Anthony Martial, aber Subasic schält den Ball. Ja, gut. Unser Spieler Ibanez hat sich verletzt. Deswegen bringen wir hier mal Riyad Mahrez in die Partie. Ja. Unglücklich, aber passiert nicht. Gute Chance von Anthony Martial. Anthony Martial.
sieht hier Burger. Burger. Auf Hazard. Hazard auf Martial. Und der traut sich einfach mal abzuziehen und das Ding geht knapp am Innenpfosten vorbei. Mare auf Ibanez. Nein, das ist Kiko. Martial auf Hazard. Schöne Co-Produktion und in Hazard mit dem 1:0. Wunderbar von Martial auf Eden Hazard weitergeleitet und er macht hier das 1:0 kurz vor der Halbzeitpause. Ganz wichtiges Tor für diese Mannschaft, vor allen Dingen auch für diese drei Spieler, die hier beweisen können, dass sie auch was können. Der Ball kommt irgendwie zu Burger, aber der kann ja auch kein Kapital draus schlagen. Somit gehen wir mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit. Eden Hazard hat das entscheidende Tor gemacht und Martial hat es vorbereitet und ich hoffe, dass es in der zweiten Halbzeit so weitergehen wird. Da kriegt der Gegner hier den Angriff und ja, das ist es, die Effizienz 1:1. Einmal steht Sakko vorne und schon passieren wir ja den Konter. Schön in die Mitte gezogen, Anthony Martial, aber Subasic ist hier am Start. Hazard tritt hier wieder die Ecke rein, James Rodriguez. Damit geht das Spiel 1:1 aus. Anthony Martial und Hazard haben mich relativ überzeugt. James Rodriguez in der Offensive hingegen eher weniger, aber er ist ehrlich gesagt eher so der Mann dafür, die Bälle wieder zu erobern. So ist meine aktuelle Meinung. Jetzt hoffe ich, dass wir in der Verlängerung hier vielleicht noch was leisten können. James, der zieht ab, aber Subasic ist da. Der Ball wurde auch zugunsten des Torhüters abgefälscht. Und jetzt nochmal James Rodriguez, wieder ein schöner Schuss, aber Subasic ist heute fast wie unbezwingbar. Und Sakko, drei Chancen innerhalb kürzester Zeit vergeben. Und da ist die erste Halbzeit dieser Verlängerung auch vorbei. Und Burger geht raus, wie er kommt. Hernandez in die Partie. Ist die Verlängerung vorbei. Und es geht direkt. Der schießt vorbei. Das war etwas Gutes. Ich hingegen bin aber trotzdem auch kein guter Spieler. Und er macht es, Samuel Hernandez. Stark gehalten von Joel. Der Gegner schießt den Elfmeter hier viel zu schwach. Das ist Riyad Mahrez. Und er trischt das Ding am Tor vorbei. Und der Gegner schießt das Ding hier an den Pfosten. Chance für unser Team. Und Dele Alli schießt das Ding in die Arme von Subasic. Joel hält den Ball. Martial, Pfostentor! Anthony Martial, ausgerechnet einer der Nicht-Cover-Stars, macht hier den entscheidenden Elfmeter rein. Und ich finde, das ist ein persönlicher Abschluss dieser recht spannenden Episode. Mein Abschlussresultat ist Martial eindeutig richtig.
ja, ein richtig guter Spieler, gehört für mich auch, ist für mich aber, denke ich mal, als Stürmer besser. Eden Hazard zeigt sich defensiv sogar sehr gute Arbeit, offensiv hat er sogar ein Tor gemacht und James Rodriguez ist eher so der Mann dafür, der die Bälle erobert, dabei hat halt auch einen richtig guten Bounce-Shot. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da für weitere Videos von mir. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.